Willkommen zu einem kleinen Video der Luxamed GmbH. In diesem Video habe ich mir mal gedacht, wir bringen mal so ein paar Insights, bedeutet, wir zeigen mal so ein bisschen auch mal etwas hinter den Kulissen. Und da habe ich mir gedacht, wir sind gerade dabei, einen Prototypen zu entwerfen, ein, nennen wir es mal, Bauteil, sagen wir es mal so, was daraus entsteht, das kann man sich dann später vielleicht auch nochmal ansehen. Aber im Rahmen des, der Zeichnungen, wie man das hier sehen kann, das ist sozusagen unser kleiner Prototyp und der ist jetzt hier gezeichnet im 3D beziehungsweise CAD und diesen kleinen Prototypen, den wollen wir jetzt einmal drucken, denn wenn auch das Ganze im Papierform oder hier in der digitalen 3D-Form alles toll aussieht, so möchte man doch auch wissen, ja, wie ist das denn eigentlich dann tatsächlich live? Wie kann man es in der Hand halten, wenn dieses Gerät irgendwann mal dafür gedacht ist, dass es in die Hand genommen wird von einem Arzt, von einem Therapeuten? Und wie fühlt sich das an? Passt die Größe? Also passt im Prinzip der Anwendungsbereich auf dieses entsprechende Bauteil, was daraus entstehen soll. So, also wir haben das Ganze einmal gezeichnet und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir das Ganze auf den 3D-Drucker bekommen. Und da gucken wir mal, wir wollen jetzt mal ein Bauteil auswählen, was wir drucken wollen, zum Beispiel dieses hier oben. Und ich sage, okay, das Ganze möchte ich einmal an meine Software bringen. Da haben wir es schon für die Vorbereitung für den Druck. Das schieben wir jetzt mal ein bisschen zur Seite. Das ist sozusagen der Deckel. Ja. So, wir gehen zurück. Und jetzt wollen wir aber noch das Gehäuse auch entsprechend drucken. Dann wähle ich das auch einmal aus und schicke das hier auch an meinen Drucker. Da haben wir das Gehäuse. Wir können uns das Ganze jetzt auch mal anschauen. Ja, sieht schon mal ganz schick, ganz gut aus. So, das schieben wir mal ein bisschen hier rüber. So. Gehen wieder zurück. Und jetzt fehlt uns natürlich noch ein Bauteil, nämlich, wenn ich da jetzt mal die anderen Sachen alle ausblende, und zwar dieses hier. Und auch das möchte ich gerne drucken. Also sage ich auch hier wieder, zack, das Ganze soll an meinen Drucker gesendet werden. So, und nun müssen wir mal gucken, ob wir das auch so drucken können, wie wir uns das vorstellen. Denn hier sind so ein paar rote Linien eingezeichnet. Das heißt, der Drucker braucht hier sogenannte Supports. Das ist natürlich, wenn wir das so innen drucken, wahrscheinlich ein bisschen blöd mit den Supports. Also machen wir mal eins. Das Ganze drehen wir jetzt einfach mal um. Ja, und zwar um 180 Grad. Zack. Wir drucken das Ganze sozusagen upside down. Jetzt brauchen wir immer noch Supports. Und zwar so ein bisschen was, aber das ist, denke ich, einmal besser, so zu drucken, als wir das eben gesehen haben. So, jetzt kommt natürlich die Frage, wie drucken wir das Ganze? Welcher Qualität? Einer hohen Qualität oder in einer eher geringeren Qualität? Ich würde jetzt, um das Ganze mal auch nicht zu lange laufen zu machen, das Ganze einmal als Entwurf drucken lassen. Weil wir können das jetzt auch mal anschauen, wie lange braucht denn der Drucker eigentlich dafür, um das Ganze zu drucken. Ja, wenn das jetzt hier mal durchexerzieren im Vorlauf und gucken uns das einmal an, im Entwurfsmodus, wie lange er dafür benötigt. Da braucht der Computer ein paar Minuten, ein paar Sekunden besser gesagt. Das sind jetzt 4 Stunden und 6 Minuten, wenn wir das im Entwurf drucken lassen. Jetzt probieren wir das Ganze noch einmal aus, wenn wir es in normaler Qualität drucken. Können wir das auch wieder mal slicen. Schauen uns das an, was dabei herauskommt. Bin gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Aber ich glaube, es wird eine ganze Ecke länger sein als im Entwurfsmodus, und da es jetzt hier darum geht, das Bauteil erst einmal nur in der Haptik, also sprich, wie nimmt man es in die Hand, wie fühlt es sich an, jetzt nicht wirklich von der Oberflächenbeschaffenheit, die natürlich im 3D-Druck immer etwas grenzwertiger ist. Ja, hier sehen wir schon, da sind wir bei 5 Stunden und 58 Minuten. Ich würde vorschlagen, wir drucken dieses einmal im Entwurf, also im Draft-Modus, da ist zwar die Oberfläche wesentlich rauer und man sieht da noch gewisse Unebenheiten in dem gesamten System, aber ich würde vorschlagen, das macht Sinn. Man kann jetzt hier nochmal nach der Geschwindigkeit gucken, 50 mm die Sekunde, ja,
Ich würde sagen, das ist okay. Temperatur ist auch okay. Die Druckplatte wird aufgeheizt auf 60 Grad. Und das sehen wir dann auch gleich live, beziehungsweise nicht ganz live, aber wir schauen uns das natürlich auch im Video an, denn der gesamte Druck wird aufgezeichnet und ich werde den dann im Zeitraffer zur Verfügung stellen, dass man einfach auch mal einen Eindruck bekommt, wenn man so etwas noch nicht gesehen hat. Okay, also wir bleiben im Draft-Modus stehen, würde ich sagen. Slicen das jetzt noch einmal im Draft-Modus, sodass wir das auf die SD-Karte bekommen, die wir dann in den Drucker einschieben werden. So, haben wir jetzt über die Hälfte geschafft. Das sieht gut aus. Und jetzt sage ich ganz einfach das Medium speichern auf einem Wechseldatenträger. Das wird jetzt in einem anderen Fenster aufgebaut. So, und das Medium wurde jetzt gespeichert in meinem Wechseldatenträger. Ich werde das Ganze jetzt noch einmal auf der anderen Seite hier überprüfen, dass es auch tatsächlich auf meinem Wechseldatenträger gespeichert wurde. Schaue mir das an. Jawohl. Gebe dem jetzt nochmal einen Namen. Wie gesagt, das werden Sie jetzt hier im Video nicht sehen. Nur damit ich das entsprechend dann auch beim Drucken noch einmal. Wir werden das Ganze noch einmal abspeichern und gehen dann auch direkt zum Drucken über und das werden Sie dann im Folge sehen. Wie gesagt, wir haben hier eine Druckzeit von 4 Stunden und 6 Minuten. Das heißt, ich werde probieren, Ihnen den Druck im Zeitraffer darzustellen, bis dann das fertige Objekt da ist. Ja, also sehen wir uns dann quasi nach 4 Stunden, aber im Zeitraffer zum Schluss sehen wir uns noch einmal in diesem Video. Das waren jetzt nun 4 Stunden und 4 Stunden 30 Minuten im Zeitraffer im 3D-Druck. Und hier haben wir das fertige Bauteil, also ein kleines Demo-Tool, wenn man so möchte, einen Prototypen, den man ja in die Hand nehmen kann, den man ausprobieren kann, den man auseinandernehmen kann, verschrauben kann. Also eine super Sache halt, um Sachen zu testen, Bauteile zu testen. Also da muss ich sagen, ist der 3D-Drucker nicht für alle Bauteile, aber für eine Vielzahl von Bauteilen auf jeden Fall super. Denn man hat nicht nur eine Zeichnung, sei es in 3D oder auch eine ausgedruckte Papierzeichnung in 2D,
sondern man kann tatsächlich etwas in die Hand nehmen, kann schauen, ob das von der Form her so ist, wie man sich es vorstellt und wie auch beispielsweise Kunden, Therapeuten, Ärzte sich es in der Anwendung tatsächlich vorstellen, denn schlussendlich müssen ja die damit arbeiten und es soll ja für die auch die Ergonomie spielt eine ganz große Rolle dabei, die Usability spielt eine sehr, sehr große Rolle und das sind alles ganz entscheidende Aspekte, gerade in der Medizintechnik, denn die Usability muss ja durchgeführt werden, also Studien zur Usability, Untersuchungen, sogenannte Peer-Group-Studien kann man dort machen, Befragungen und viele, viele andere Methodiken, die wir dort anwenden können. Und wie gesagt, da ist natürlich 3D-Druck, auch wenn die Farbe jetzt in Schwarz, naja, aber das spielt erstmal keine Rolle. Kann man natürlich auch in jeglichen anderen Farben drucken. Aber um Ihnen mal einen kleinen Einblick zu geben, was alles in dem Bereich möglich ist, der 3D-Druck in Kürze sozusagen, also in einem kleinen Zeitraffer dargestellt. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie es auf YouTube schauen, wenn Sie es auf Instagram IGTV schauen, dann abonnieren Sie auch diesen Kanal, geben Sie einen Like auf das Video und bei YouTube auf jeden Fall nicht die Glocke vergessen, denn dann bekommen Sie immer gleich die Neuigkeiten von uns, wenn wir neue Videos hochladen, direkt auf Ihr entsprechendes Endgerät. Damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.